haben hier die neue Piaggio Medley 125 IE ABS mit 11 Kilowatt, 15 PS. Das überarbeitete Aggregat ist schon Euro 5 tauglich, obwohl wir noch die Euro 4 Homologation hier haben, und schöpft als eines der ersten Fahrzeuge die maximale Leistung von 15 PS im 125er Segment aus. Mit einem Trockengewicht von 136 Kilogramm ist die Medley relativ leicht und auch von den Abmessungen her sehr kompakt. Das heißt, im städtischen Verkehrsgewühl ist man recht flott und wendig mit dem Fahrzeug unterwegs. Vorne gibt es wie gewohnt ein 16 Zoll Rad, hinten 14 Zoll. Dadurch und auch weil der 7 Liter Tank unter dem Trittbrett gelagert ist, ergibt sich ein 36 Liter großer Stauraum unter der bequemen Sitzbank. Da passen auch zwei Vollvisierhelme rein. Bisschen anders schaut es vorne aus. Es gibt die Minimalvariante eines Handschuhfachs. Es ist wirklich sehr klein und dahinter verbirgt sich dann auch noch ein schwer zugänglicher USB-Anschluss. Positiv zu erwähnen ist das serienmäßige ABS und die modernen LED-Scheinwerfer. Und dann verfügt die Medley noch über ein Ausstattungsdetail, das die Meinungen teilt. Das ist die Start-Stopp-Automatik, die lässt sich aber natürlich auch deaktivieren. Neu sind die vibrationsarmen Beifahrerfußrasten. Der Medley 125 Roller schafft laut Werksangabe 99 km/h Spitze. Das maximale Drehmoment beträgt 12 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Der WMTC-Normverbrauch beträgt 2,4 Liter auf 100 Kilometer. In der Stadt ist man mit der Konfiguration des Testfahrzeugs sehr gut bedient. Wer gelegentliche Ausflüge auch auf der Autobahn unternimmt, sollte aber in das aufpreispflichtige Windschild investieren. Der betont komfortabel abgestimmte Großstadtroller kostet zum Testzeitpunkt 3.399 Euro. Um 100 Euro mehr gibt es den technisch identen Medley S, der aber optisch sportlicher designt ist und die Mia-Smartphone-Konnektivität mitbringt. Unser Fazit: ein praktischer Roller für die täglichen Anforderungen in der Stadt und im Kurzstreckenbetrieb.